Schönen guten Morgen. Der Frühling ist da in Hannover. Man soll es nicht für möglich halten, aber nicht nur draußen, sondern auch hier drin ist der Frühling da. Und wir haben eben die Open Telekom Cloud live geschaltet. Sie wissen alle, 79% der Unternehmen sind der Meinung, dass sie mehr in Digitalisierung investieren wollen. Das Internet der Dinge wird konkret, es ist anfassbar geworden. Man sieht die ganzen Anwendungen. Es werden Daten produziert über und überall. Und irgendwo müssen die Daten alle hin und müssen entsprechend verarbeitet werden. Aber es gibt bei all den Daten eine enorme Verunsicherung bei den Geschäftskunden und die Frage, was machen wir mit den Daten, wo sind die Daten sicher? Und nach dem NSA-Skandal und nach den Diskussionen über Datensicherheit waren viele unserer Kunden, viele der Kunden, gerade in Europa und in Deutschland, sehr verunsichert. Und die Deutsche Telekom hat sich hingestellt und hat gesagt, wir müssen irgendwas tun, was eine eigene deutsche, was eine europäische Antwort ist. Und dafür haben wir die Open Telekom Cloud aufgebaut. Und heute ist sie live, heute ist sie sozusagen für alle unsere Kunden buchbar. Und das wollen wir heute hier entsprechend präsentieren. Ich habe heute hier unseren Partner, hier Erik Xu, der CEO von Huawei, der gleich das Thema nochmal vorstellen wird. Und einen der wichtigsten, vielleicht der wichtigste Partner für uns im Applikationsgeschäft, den Herrn Leukert vom Vorstand von SAP. Aber einfach zu sagen, wir schaffen nur eine Cloud, es gibt so viele Clouds auf dieser Welt, wäre natürlich ein bisschen zu wenig. Und deswegen haben wir gesagt, was ist die Differenzierung unserer Telekom Cloud? Was kann es sein, dass es für uns besonders attraktiv ist, Kunden zu gewinnen und anzusprechen? Das Erste, was wir gesagt haben, ist, wir bauen eine Open-Stack-Lösung und nicht ein proprietäres System, wo man bei einem Vendor, bei einem Lieferanten eingeloggt ist. Das Zweite, was wir gesagt haben, ist, wir schaffen eine sichere Verbindung mit der Cloud. Bei uns kann man nicht nur die Cloud buchen, sondern wir bauen auch noch Netze bei der Deutschen Telekom, für den, der das noch nicht gewissen hat. Das Dritte ist, wir haben die Sicherheit, die wir mitbringen. Sehr viel Sicherheitssoftware. Wir haben einen eigenen Geschäftsbereich hier auf der CeBIT, den wir präsentieren, der sich nur mit Sicherheitsfragen der Zukunft beschäftigt. Viertens haben wir gesagt, das Thema Daten muss in Deutschland und Europa bleiben. Und dafür hat die Deutsche Telekom bereits in 2014 angefangen, das größte Rechenzentrum in Deutschland zu bauen, in Magdeburg, was mittlerweile schon fast vollständig ausgelastet ist. Und wir werden entsprechend hier verkünden, dass wir jetzt die zweite Stufe starten und diese Kapazität von 30.000 Datenservern nochmal um 150% steigern, dass die Daten auch alle hier immer und überall sicher sind. Und dann haben wir gesagt, der Deutsche spart ja gerne. Und er mag ja auch nicht teure Sachen. Bei aller Liebe zu Datenschutz und Datensicherheit will das auch noch günstig. Und deswegen haben wir uns überlegt, wie können wir einen Partner finden, der mit uns eine Anwendung liefert, die deutlich unter dem Weltmarktführer in dem Bereich Cloud liegt. Und das ist uns mit Huawei gelungen. Wir werden auch eine Cloud anbieten mit allen Funktionalitäten, die es auf dem Weltmarkt gibt, die deutlich günstiger ist als das, was Sie heute auf dem Weltmarkt bekommen können. Von daher glaube ich, wir haben eine eigene deutsche, eine eigene europäische Antwort gefunden auf das Thema Datenschutz, Datensicherheit, Datenhaltung. Und ich hoffe, dass Sie im Frühling der Deutschen Telekom dabei sind und Kunden von uns werden. Und damit möchte ich jetzt hier auf der Bühne begrüßen Erik Xu, unseren Partner, ein richtiger Nerd aus China, ein super Ingenieur, der uns in 4 Monaten das Ding auf die Beine gestellt hat. Ja, an dieser Stelle, ich bin nicht Erik Xu, der sitzt da gerade noch, der kommt aber mit Sicherheit gleich zu uns, möchte ich Sie auch noch einmal ganz herzlich willkommen heißen. Zunächst einmal vielen herzlichen Dank, Timotheus Höttges, für die einleitenden Worte zur Open Telekom Cloud und damit auch noch mal ein herzliches Willkommen hier bei uns auf der CeBIT 2016 und natürlich auch im Transforum der Deutschen Telekom. Ja, Herr Höttges hat es ja gerade bereits angesprochen, die Open Telekom Cloud entsteht, wurde realisiert und wird betrieben mit einem starken Technologiepartner und das ist Huawei. Und tatsächlich begrüßen wir jetzt den Rotating CIO von Huawei und das ist Erik Xu. Please welcome on board. Mr. Xu.
Ich werde auf Chinesisch sprechen zu Ihnen. Lieber Tim, meine Damen und Herren, ich begrüße Sie herzlich. Die Cloud Computing ist gerade dabei, die IT-Infrastruktur der Unternehmen neu zu ordnen und Big Data, die Data Governance zu restrukturieren. Ich denke, hier finden wir die gemeinsame Ansicht der Industrie. Huawei will mit unseren Partnern zusammen die IT-Infrastruktur in die Cloud bringen, die IT-System zum Zentrumssystem. Und gemeinsam mit unseren Partnern möchte Huawei die Transformation der Unternehmens-IT in Richtung Cloud aktiv voranbringen und von einem unterstützenden System hin zu Produktionssystem. Unter den Anwesenden kennen sich ja viele bereits Huawei, aber vielleicht einige auch noch nicht. Inzwischen hat Huawei bereits in mehr als 170 Ländern seine Geschäftstätigkeiten und Servicestrukturen aufgebaut. Und in Europa sogar in jedem einzelnen Land. Der Umsatz betrug 2015 mehr als 60 Milliarden US-Dollar. Und unter den 170.000 Mitarbeitern von Huawei gibt es mehr als 70.000 Ingenieure, die in der Forschung und Entwicklung tätig sind. Weltweit haben wir über 20 Forschungszentren. 2015年的研发投资超过90亿美金. Im 2015 betrugen unsere Investitionen für Forschung und Entwicklung mehr als 9 Milliarden US-Dollar. Aber noch wichtiger ist natürlich unsere vorausschauende und kontinuierliche Strategie. 2008 hat Huawei bereits begonnen, beachtliche Investitionen für die Forschung und Entwicklung von Cloud zu tätigen. 今天启动的这个OTC 就是华为创新的根源解决方案跟 T System 面向企业服务的经验的这个结合的产物。 Und heute starten wir unsere OTC, das heißt Open Telekom Cloud. Das ist eine Kombination der innovativen Open Cloud Lösung von Huawei und natürlich auch die langjährige Geschäfts Kundenerfahrung der T-Systems. In Bezug auf die Cloud Computing haben Huawei und die Deutsche Telekom gemeinsame Strategien und Vorstellungen. Dieser sind natürlich der Wille, und die Erfahrungen und Teams, um gemeinsam den Unternehmen gegenüber Dienstleistungen zu bieten. Beide Seiten haben hervorragende Technologien und Expertisen. Beide Seiten haben innovative Open Cloud Lösungen, die unterschiedlich zu denen der OTT Spieler sind. Und ich bin mir sicher, dass wir gemeinsam hier einen Benchmark setzen können in Hinsicht der Dienstleistungen für die Industrie, für die Unternehmen. 今天启动的这个OTC仅仅是一个开始。
OTC, Open Telekom Cloud, der heute an den Start geht, ist nur der Anfang. Hier werden wir das Netz, die Konnektivität der Deutschen Telekom und das Verständnis, Servicestärke bei Unternehmensanwendungen der T-Systems mit der Stärken von, mit der starken Forschung und Innovationsfähigkeit und Dienstleistungserfahrungen gegenüber Unternehmen Huaweis kombinieren. So können wir mit Sicherheit gegenüber den Unternehmen und Industrien differenzierte, von ihnen gebrauchte Cloud-Produkte anbieten. Um somit natürlich auch die Pionierstellung der T-Systems der Deutschen Telekom zu stärken. Ich freue mich natürlich auch die Anwendung der OTC durch Sie alle. Und wir werden mit Sicherheit Ihnen laufend erfreuliche Neuigkeiten bieten und überraschen. Herzlichen Dank. Ja, vielen herzlichen Dank für diese einleitenden Worte an Erik Schü. Mr. Schü, would you please come over here? Kommen Sie bitte einmal beide zu mir. Herr Höttges, Sie natürlich auch. Bleiben am besten auf der Seite stehen, denn wir beide werden jetzt versuchen, diese, mit diesem Gong die Open Telekom Cloud auch offiziell einzuläuten. Und zwar schlage ich dazu vor, treten Sie vielleicht noch ein kleines bisschen nach vorne, Herr Höttges, dass man Sie auch gut sehen kann. Ich werde jetzt runterzählen von 3 auf 0 und wenn ich sage Go, dann ist es für Sie Zeit. Okay, Mr. Schü, upon Go. Okay, so ist es 3, 2, 1, Go! Sehr gut. Einige Kameras haben wir jetzt bereits im Publikum gesehen. Wenn Sie jetzt ein Foto machen möchten von den beiden Köpfen dieser Allianz, dann ist jetzt genau der richtige Zeitpunkt dafür. Seien Sie so gut, bleiben Sie ruhig neben dem Gong noch einen kleinen Moment stehen. So. Mit Gong oder davor? Ach, ich glaube, das sieht so ganz gut aus. Wenn Sie möchten, okay. Ja, treten Sie ruhig einmal davor. Ich denke, Sie werden hier gerade schon so ein bisschen arrangiert von den vielen Regisseuren aus dem Publikum. So, we have to go long white. Okay, now okay. Right. And gone. Good. So, meine Damen und Herren, mit der Open Telekom Cloud, die ja jetzt gerade erst wenige Sekunden alt ist, gibt es übrigens bereits auch den ersten Kunden. Und den möchte ich an dieser Stelle ebenfalls zum Fototermin bei uns auf der Bühne begrüßen. Und zwar ist das das Mitglied des Vorstands und des Global Managing Boards, Bernd Leukert. Herzlich willkommen von SAP. Kommen Sie ebenfalls zu uns. Hallo, Herr Leukert. Hey, good to see you. So, bevor wir ins Gespräch eintreten, würde ich vorschlagen, dass wir uns noch einmal vor dem Gong positionieren. Okay, would you maybe want to stand on this side? Und, ach, und dann umarmen Sie sich auch noch. Schöner kann es nicht sein. Brust raus. Okay. Okay. All good. So, 20 Sekunden haben Sie noch Zeit. Okay. Oh. Thank you. Thank you. Thank you. Gut, vorzeitig beendet. Vielen herzlichen Dank. Mr. Schü, at this time I would like to thank you very much for joining our press conference. Vielen herzlichen Dank, dass Sie dabei waren. Erik Schü, Dankeschön. Geht jetzt rüber. Ja, und Herr Höttges, seien Sie bitte so gut, kommen Sie auch noch einmal zu uns nach vorne an den Tresen. Meine Damen und Herren, wir werden natürlich gleich das Wort an die Journalistinnen und Journalisten hier bei uns im Publikum weiterreichen. Dann können Sie gerne Ihre Fragen an die beiden hier auf dem Podium zum Thema Open Telekom Cloud richten. Vorher habe ich allerdings noch eine Frage. Herr Leukert, was hat Sie denn schlussendlich von der Open Telekom Cloud überzeugt? Was waren die Kernargumente? Wofür steht dieses Produkt? Ja, zuerst mal einen recht herzlichen guten Morgen hier auf der CeBIT. Vielen Dank an Tim Höttges, vielen Dank an Erik Schü.
Es ist für die SAP eine besondere Ehre, als erster Lösungsanbieter auf der Open Telekom Cloud dabei zu sein. Und ich glaube, gerade in Zeiten des digitalen Wandels, in Zeiten, in denen alle unsere Kunden neue Geschäftsmodelle etablieren müssen, in denen die Digitalisierung auf der Agenda eines jeden CEOs steht, ist es wichtig, dass man Partnerschaften schließt, und zwar Partnerschaften mit Unternehmen, in denen man lange Vertrauen hat. Tim Höttges hat eingangs gesagt, dass es nicht nur um eine technische Partnerschaft geht, sondern auch um Sicherheit von Daten. Und uns, die SAP, T-Systems, aber auch Huawei, verbindet eine langjährige Partnerschaft. Und es ist für uns eine besondere Ehre, hier die Marke SAP über das klassische ERP hinaus zu positionieren. Wir sehen die Open Telekom Cloud als Lösung für unsere Kunden, als Lösung sowohl im Private Cloud Bereich, aber auch im Public Cloud Bereich ein umfassendes Angebot bieten zu können, sodass wir in den klassischen Geschäftsbereichen, die heute etabliert sind, aber auch in zukunftsträchtigen Bereichen, wo Innovation für neue Geschäftsmodelle eine entscheidende Rolle spielt, auf eine starke Partnerschaft setzen können. Und insofern sind wir da stolz, als erster Lösungsanbieter in einer Open Telekom Cloud präsent zu sein. Ja, Herr Höttges, Herr Leukert hat ja gerade schon auf die lange Partnerschaft zwischen SAP und T-Systems angesprochen. Sind Sie denn besonders stolz darauf und besonders froh darüber, dass so ein langjähriger Partner nun auch Ihr erster Kunde in der Open Telekom Cloud ist? Also mit Stolz ist es immer so eine Sache. Ich bin froh, dass wir einen Weltchampion in Deutschland haben, SAP, der in dem Bereich Cloud, aber auch in dem Bereich Applikationen, Anwendungsgeschäft Weltmarktpositionen hat. Das Unternehmen ist extrem innovativ. Denken Sie an das Thema HANA, wo ich sage, da sind wir gut positioniert. Und wir überlassen nicht nur das ganze Terrain irgendwelchen amerikanischen Konzernen, sondern wir haben hier auch vor Ort Leute, mit denen wir in einer Sprache über eine lange Tradition verbunden sind. Und deswegen ist es nur logisch, dass wir gesagt haben, mit SAP gibt es sehr viele interessante Anwendungen, sehr viele Innovationen wie HANA, die wir in unsere Cloud, in unser House of Clouds letztlich bringen wollen. Und wir haben schon eine Historie im Unternehmen. Wir kennen die Personen auf Vorstandsebene, aber auch in der gesamten Organisation. Da hat sich was entwickelt über die Jahre und von daher ist es logisch, es ist gut. Stolz sind wir, wenn wir ein Geschäft gemacht haben für beide. Wir sind ja hier, um Geld zu verdienen und am Ende des Tages auch Wachstum zu schaffen. Und das, dann sind wir stolz, wenn wir das entsprechend erreicht haben. So, an dieser Stelle würde ich jetzt gerne das Wort an Sie weitergeben. Wenn Sie eine Frage haben an Herrn Höttges oder auch an Herrn Leukert, dann seien Sie so gut, heben Sie nur einfach kurz die Hand, dann würden wir gerne mit einem Mikrofon zu Ihnen kommen und diese aufnehmen. Wie sieht es aus? Vielleicht auch gerne zu der technologischen Partnerschaft zwischen der Deutschen Telekom und Huawei. Da vorne haben wir die erste Frage. Verraten Sie uns bitte zunächst, wie Sie heißen und für welche Publikation Sie heute bei uns sind. Genau, Daniel Rottinger, Teltarif.de. Kurze Nachfrage. Es ging ja vor da 30.000 Datenserver. Die werden jetzt erweitert auf 150% oder um 150%. Also welche Größenordnung und ab wann sind denn sozusagen die neuen Kapazitäten verfügbar? Also vielleicht noch mal ein paar Fakten. Wir haben Magdeburg-Biere 2014 eröffnet. Das ist ein Terrain, was so groß ist wie drei Fußballfelder, wo entsprechend das Fort Knox für die Daten entstanden ist. Wir haben die Module 1 und 2 aufgebaut. Ein Modul steht für 10.000 physische Speicher und 50.000 logische Server. Das waren die ersten zwei Stufen. Wir bauen jetzt das Modul 3, 4 und 5 auf mit den gleichen Kapazitäten. Dann können Sie sich also ungefähr vorstellen, wir werden nochmal 30.000 physische und 150.000 logische Server in der Architektur entsprechend unterbringen. Und wir werden natürlich das Terrain auch entsprechend vergrößern. Wir haben etwas um die 150 Millionen Euro bereits investiert. Und wir werden jetzt nochmal einen deutlichen dreistelligen Millionenbetrag hier in Deutschland in die Hand nehmen, um entsprechend die Kapazitäten und die Nachfrage der Kunden, die hier an uns gerichtet sind, zu erfüllen. 2018 werden wir dann entsprechend mit dieser Ausbaustufe fertig sein. Gut, ich nehme an, die Frage ist umfassend beantwortet worden. Haben wir weitere Fragen aus dem Publikum, die Sie gerne ans Podium richten möchten? Einfach die Hand heben. Wie sieht's aus? Ich schaue einmal rum.
Habe ich jemanden übersehen? Keine weiteren Fragen. Montag, gut, dann habe ich an dieser Stelle nur noch eine letzte Frage an Sie, Herr Höttges. Vielleicht verraten Sie uns, was würden Sie denn sagen in einem mittelfristigen Zeitraum von, sagen wir mal, 5 Jahren? Wo sehen Sie da die Open Telekom Cloud? Also, ich meine, wenn man sich die Weltmarktanteile mal anschaut, dann wächst das Cloud-Geschäft ja überall zweistellig, in manchen Bereichen sogar dreistellig momentan. Wir haben uns das Ziel gesetzt, dass die Deutsche Telekom the leading European Telco ist. Also wir wollen in Europa das führende Unternehmen sein. Deswegen, hier sitzen unsere Kunden, hier sitzen unsere Menschen, die entsprechend die Kunden betreuen. Hier sitzen auch der Schwerpunkt unserer Produkte. Und unser Anspruch ist es, dass wir in dem EMEA-Markt, wo wir zu Hause sind, dass wir da 20% Marktanteil mit diesem Cloud-Bereich erreichen werden. Wir werden den Umsatz, den wir im Cloud heute haben, verdoppeln. Wir wollen über 1,4 Milliarden zusätzlichen Umsatz in diese Cloud machen. Wir reden also hier nicht über ein kleines, nettes Gimmick, was wir hier auf der Cebit vorstellen, sondern das ist für uns geschäftsrelevant. Die T-Systems hat hier eine große Innovation nach vorne gebracht. Und wir wollen hier mit unseren Partnern zusammen entsprechend Marktanteile ausbauen, signifikant ausbauen. Und dass uns das gelingt, sieht man über die letzten Monate. Die Auftragsbücher sind sehr gut gefüllt in dem Thema. Und wir sind froh, dass wir mit Eric Schuh und mit Huawei und mit SAP jetzt auch große Partner haben, die das Geschäftsmodell jetzt noch viel weiter erweitern können. Ich glaube, dem ist nicht mehr viel hinzuzufügen. Bleibt nur noch zu sagen, toi, toi, toi und alles Gute für die Open Telekom Cloud. Vielen herzlichen Dank, Timotheus Höttges und Bernd Leukert. Vielen Ihnen viel Spaß auf der Cebit hier bei uns auf der Telekom. Meine Dankeschön. Damen und Herren, wir sehen uns. Danke.